Ja, Jürgen Meltzer, 6-2, 6-4, 6-1 gegen Alex Bogomolov Junior im vierten Match. Hast du dir das so leicht vorgestellt? Es war für mich natürlich ein schwieriges Match. Ich meine, ich bin da reingegangen. Wir haben gestern eine große Chance gehabt, das Ganze zu beenden. Das ist uns nicht gelungen. Wir mussten dann wieder runterfahren und heute wieder hoch. Ich habe aber ein sehr, sehr gutes Match gespielt. Also ich war vom ersten Punkt an, glaube ich, wirklich, oder vom dritten Punkt, vom vierten Punkt an Chef am Platz, weil die ersten drei hat er mal einbaut. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe mich wohl gefühlt, ich habe mich gut bewegt und habe das Gefühl gehabt, da kann man eigentlich wenig tun. Und das Selbstvertrauen ist dann immer größer geworden und ich glaube, ich habe dann sehr, sehr gutes Tennis gespielt. Alle guten Dinge sind drei. Mit dem dritten Matchball hat es dann geklappt. Was geht einem da in einem vor? Ja, also ich hätte dann schon gerne die Challenge gehabt, dass die out war, weil es ist dann, klar ist die Anspannung hoch und wenn es dann ums Ausmachen geht, wird man nochmal ein bisschen nervös, weil man einfach will, dass es fertig ist. Es war dann sehr, sehr gut, dass der Aufschlag von mir nicht mehr zurückgekommen ist. Und dann war einfach nur noch eine Riesenlast auf meinen Schultern und wir haben nur noch gefeiert. Ganz klar, dass deine zwei Punkte sehr wichtig waren. Warum war es trotzdem ein Teamsieg? Weil wir uns einfach als Team präsentiert haben die ganze Woche. Ich glaube, das hat man gesehen und es war auch der Unterschied zu den Russen. Das hat angefangen beim Captain's Dinner. Wir haben dort uns wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Wir haben unseren Spaß gehabt die ganze Woche. Wir haben sehr, sehr viel miteinander auch gesprochen, jetzt mit dem Kapitän, mit dem ganzen Team. Wir haben versucht, so viele Essen wie möglich gemeinsam zu machen. Und das hat man, glaube ich, über die Woche einfach auch gesehen, dass wir uns gut verstehen, dass einer für den anderen rennt und das war sehr, sehr wichtig. War das jetzt heute vor allem wieder der alte Jürgen Meltzer? Es war sehr, sehr knapp dran, keine Frage. Es ist immer schwierig zu sagen, okay, was fehlt nicht. Für mich ist sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, ich kann mich wieder auf meinen Körper verlassen. Und das hat dieses Wochenende sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe am Freitag über 4 Stunden gespielt, konnte mich heute ganz normal bewegen und das war für mich die beste Erkenntnis an diesem Wochenende. Wie geht's für dich jetzt weiter? Ich werde ein paar Tage ausspannen, werde dann am Donnerstag nach Memphis fliegen, werde hoffentlich dort dann die Leistung von heute anschließen können. Mhm. Und wer zahlt die große Rechnung von den Feiern heute? Das wird natürlich der ÖTV übernehmen. Okay, danke dir.